Herzlich willkommen zu Huli Bee Home, unserem Kaffee für bewusstes Sein. Ja, in unserer heutigen Sendung geht es um den achten Schritt in unserer Bewusstseinsentwicklung, und zwar um den Lebenssinn und die intrinsischen Kräfte, die wir aktivieren. Ja, mein Name ist Christiane. Und mein Name ist Vanessa Marens. Ja, es ist ja ganz wichtig, die innere Motivation zu haben, die innere Kraft zu haben, um wirklich dann auch seine Ziele umzusetzen. Weil wenn man erfolgreich in seinem Leben ja werden möchte, muss man ja auch wirklich durchhalten können. Man muss Energie haben, man muss sich jeden Tag wieder aufs Neue motivieren, an seinen Träumen dran zu bleiben. Ich glaube, wir beide kennen das, wie uns unsere Ideen ja auch immer wieder morgens aus dem Bett treiben und inspirieren. Mhm. Wir sind da ja beide sehr ähnlich. Ja. Aber es ist ja wichtig, wenn man sein Selbst in die Welt bringen will, dass das auch greift. Ja, definitiv. Vor allem, du hast ja einen Wandlungsprozess durchlaufen sozusagen. Und das Außen ist ja vielleicht im ersten Moment irritiert. Ne? Was passiert denn jetzt und was will sie denn? Eigentlich kennen wir sie doch so und jetzt auf einmal möchte sie einen ganz anderen Weg einschlagen oder vielleicht auch nur den Weg leicht verändern. Aber sie ist auf jeden Fall nicht mehr die Alte. Und das erzeugt natürlich auch irgendwo Widerstände. Und dann brauchen wir dieses Durchhaltevermögen, ne? Dass wir nicht mit den Selbstzweifeln wieder konfrontiert werden, dass wir die Klarheit haben, dass wir das nicht als Gegenangriff nehmen, ne? Dass wir einfach auch sehen und auch das Verständnis dafür haben, dass die Menschen erstmal damit umgehen dürfen, dass wir uns verändern und vielleicht auch nicht gleich immer damit einverstanden sind. Na gut, es kommt ja erstmal ein Wandlungsprozess, wo die äußere Welt noch die alte ist. Richtig. Und aber im Inneren hat man schon die neue Welt kreiert. Ja. Und da muss jetzt erstmal, ich sehe es manchmal mal so wie so ein Dampfer, der in diese Richtung gefahren ist. Und wenn man bremst, läuft er einfach noch mal 100 Meter weiter, bis er dann wirklich die Richtung im Physischen dreht. Ne? Ja, und so braucht es halt einfach wirklich die innere Kraft, weiter dran zu bleiben, auch wenn das äußere Bild noch nicht das dem entspricht, was man innerlich kreiert hat. Ja. Und dafür ist natürlich dieser Schritt einfach wichtig. Genau, ja. Materie ist natürlich wesentlich träger, bis sich das gewandelt hat. Ne? Braucht es ein bisschen. Aber genau dafür ist es so wichtig, dass wir eben unsere Vision und unsere Mission kennen, denn das ist unser Lebenssinn und der motiviert uns eben und der inspiriert uns so, dass wir eben dranbleiben, dass wir nicht aufgeben, dass wir diese Herausforderungen meistern, dass wir auch immer wieder trotz der vermeintlichen Tiefschläge vielleicht sogar auf einmal Unterstützer haben, die uns supporten, die uns helfen. Es kommen neue Menschen in unser Leben und das gibt dann immer wieder Mut und diesen Auftrieb auch weiterzumachen, dran zu bleiben. Und das ist einfach so wichtig, dass dieses Feuer in dir eben da ist. Ja, und das ist natürlich ja auch wichtig eigentlich in jedem Unternehmen, dass man Mitarbeiter hat, die natürlich derselben Vision folgen, ne, die auch diese innere Motivation haben, weil es wird in Zukunft nicht mehr geben, dass ich von außen andere motivieren kann, sondern jeder wird von sich aus, von innen heraus muss er seine Motivation leben und auch im Unternehmen mit einbringen, ne, und weg von den Kontrollen, sondern jeder arbeitet gleichwertig und bringt sich zu seinen vollsten Gaben ein im Unternehmen. Ja. Ne? Und das zeigt ja auch die jüngere Generation jetzt schon, dass an Nummer 1 steht, glaube ich, im Moment bei den Arbeitnehmern die Flexibilität, ne? Dass sie sagen, ich möchte doch aber flexibel sein mit dem, was ich mache, womit ich mein Geld verdiene. Ich möchte nicht mehr von 9-to-5 arbeiten müssen und ich möchte Freude an meiner Arbeit haben. Und ich möchte Teil eines Größeren sein. Richtig, ne? Ich möchte irgendwo mich am großen Ganzen beteiligen. Ich möchte, dass meine Arbeit Sinn macht, dass da eine Wertschätzung ist, dass ich wirklich meine eigenen Werte auch mit einbringen kann, dass es gesehen wird, dass meine Meinung zählt. Hm. Sie möchten wirklich ein Teil von etwas sein. Und das ist ja auch mehr als verständlich. Und so sind natürlich auch die Schritte zu sehen, nicht nur, wenn man sich selbstständig macht und man muss sein Business eigenständig leben, ne, sondern sein inneres Potenzial gefunden zu haben und zu leben, kann man ja genauso auch im Team, in anderen Firmen, als Teil vom großen Ganzen zu sein. Natürlich, ne? Das kannst du sowohl im Privatleben als auch dann als Selbstständiger oder eben
ja, in einer Firma, wobei das einfach unterschiedliche Räume sind, in denen du dich verwirklichen kannst. Ne? Mhm. Aber ich sage mal, je klarer die Essenz in uns selbst, desto schöner sind dann die Räume, die wir auch füllen können. Ne? Mhm. Und das darf natürlich von beiden Seiten kommen. Und der Unternehmer ist ja genauso ein Mensch. Ja. Ne? Ja, und da sind wir natürlich nochmal bei unserem Wandlungsprozess, der ja immer wieder in diesen Schritten, ist das eigentlich immer wieder unsere Basis, wie wir dann halt diese Themen ja auch wandeln und von dem Ist-Zustand in den Soll kommen wollen. Und wir haben ja dann durch viele Tools auch die Erkenntniserfahrung und den Wandel vollzogen. Und jetzt sind wir ja schon bei dem Punkt, Handeln ist ja auch unsere Kraft, ne, wirklich in die Handlungsenergie zu kommen und nicht nur im Geistigen ein Konzept zu haben, was ich aber nie in die Tat umsetze. Ne? Und da ist natürlich der Schritt Handlung ganz wichtig und auch wirklich sich jetzt mal hinzusetzen und diese Zielliste zu schreiben, wenn man es noch nicht gemacht hat. Wie sehen denn jetzt in den vier Lebensbereichen wirklich meine mein persönlicher Ausdruck aus? Was will ich denn jetzt anders handeln oder was will ich erreichen oder was will ich jetzt anders haben im Umfeld, anders sein? Und was kann ich dafür beitragen? Ne? Genau, und gerade dieser Beitrag ist es eben, ne, der uns dann wiederum mit dem großen Ganzen verbindet, was ja den Sinn des Lebens dann auch ausmacht, dass man eben wirklich guckt, ja, wofür möchte ich denn bekannt sein? Wofür möchte ich denn mich hingeben? Wofür möchte ich geliebt werden? Wo kann ich mich wirklich einbringen? Und das ist es herauszufinden. Da gibt es ja auch ganz schöne Übungen, ob du eine Grabrede hältst oder, ne, oder eine Oscar-Rede, wofür du ausgezeichnet wirst. Hört sich vielleicht ein bisschen charmanter an als die Grabrede. So, da gibt es einfach so ein paar schöne Tricks, um an diese Themen auch ranzukommen. Und das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, weil das auch das ist, was uns zum Schwingen bringt. Ne? Wir müssen ja irgendwie diese Frequenz in uns erzeugen. Und das können wir eben nur, wenn das auch Anklang in uns findet. Ne? Dann wird es eben auch Anklang im Außen finden. Mhm. So, ne? Das ist ja so diese eigene Symphonie sozusagen, die man da kreiert. Ja, und das ist dann schön, weil diese Kräfte, die kommen dann wirklich ganz natürlich. Ne? Und dann ist das die Tatkraft und das ist die Strahlkraft und das ist die Anziehungskraft und, ne, dieses Durchhaltevermögen und ein Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, sodass dieses Spannungsfeld, worüber wir am Anfang gesprochen haben, unsere vier Lebensbereiche, auch hier diese Spannung haben, sodass wir ein spannendes Leben erleben dürfen, ne? Mit viel Freude und dem, was dazu gehört. Ja, man kennt es ja bei Kindern, ne, die auch noch alles tun, um ihre Ziele zu erreichen, was die für einen Antrieb haben, ne, ihre Dinge umzusetzen und was da für eine Kraft hinter ist, dass man dann auch über seine Grenzen wachsen kann, aus seiner Komfortzone rausgeht. Wenn man für was brennt, dann traut man sich vielleicht auch darüber zu sprechen und einen Vortrag zu halten, obwohl man eigentlich Angst vor sowas hat. Ne? Aber wenn dieses Innere wieder entfacht ist, dann macht man Dinge, die man ohne diese innere Ausrichtung gar nicht für möglich gehalten hätte. Ne? Ja, weil dieses Ziel dann in dem Moment, diese Vision, die man hat, was man gerne dazu beitragen möchte, so wichtig für einen wird. Das ist größer als man selbst. Ja, das ist dann größer als man selbst. So. Mhm. Und das ist einfach das Schöne an dieser intrinsischen Motivation. Und das ist ein Unterschied, ob ich mich jetzt von außen motiviert fühle. Und das ist ja auch in der Vergangenheit immer so ein schöner Anreiz gewesen von Firmen zu sagen, wir haben Bonusprogramme, ne, und dann gibt es hier noch was und einen Firmenwagen und dies und das. Aber das sind kurzfristige Befriedigungen. Ne? Mhm. Ist natürlich schön auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite macht es auch nicht wirklich glücklich. Mhm. So, und das, was uns wirklich so motiviert und Menschen möchten Ergebnisse produzieren, sie können gar nicht anders. Mhm. Ne? Und diese natürliche Motivation und dann hat es auch noch einen Sinn. Ne? Das kann man mit nichts toppen. Ja, und dann bringt man sich natürlich auch ein in dem Ganze, wenn man die innere Motivation spürt. Genau. Das ist natürlich auch ganz stark, ist natürlich auch mit unserem dritten Auge verbunden, was natürlich auch diese Klarheit bringt, was auch diese Ziele bringt. Ne? Und wo man jetzt einfach mal reinspüren sollte, was sind die Ziele und die mal jetzt als Tipp aufzuschreiben und nicht das Ziel,
ich habe im Monat 10.000 Euro oder was auch immer, sondern was würde man denn damit machen mit dem Geld? Ne? Was treibt einen denn zum Beispiel an, dieses Ziel zu erreichen? Was steckt wirklich dahinter? Ne? Und dass man dafür sich mal kritisch wieder aus diesen neuen Schritten heraus jetzt überlegt, was ist das, was ich jetzt für mich erkannt habe und in die Welt bringen will. Ne? Definitiv, ja. Und das ist ja auch das, wie gesagt, wir sprechen ja von einem Energiesystem und das ist ja letztendlich auch das, was uns wieder mit der geistigen Führung auch verbindet. Und dann wird es ja auch leichter. Ne? Wir bekommen dann automatisch die Informationen und man kann sich das so gar nicht vorstellen, aber man wird dann wirklich durch dieses Vertrauen innerlich geführt und was der göttlichen Ordnung entspricht, das ist geführt. So. Mhm. Und das ist ja das Schöne an diesem Konzept, dass wir uns wirklich an diese göttliche Ordnung, dass wir uns daran orientieren. Mhm. Ne? Und dass dann da eben diese Anbindung ist. Ja, und über die Anbindung kommt ja die Kreativität auch, die Ideen, ne, wenn man jetzt manchmal, wenn man unten nicht verbunden ist, mühsam sucht, wie ist eine Lösung oder wie kann meine Dienstleistung aussehen oder wie kann mein Produkt aussehen oder wie kann ich mich einbringen, wenn man natürlich angebunden ist, dann sprudelt ja wieder auch die Kreativität, wir kriegen ja die inneren Bilder, die innere, durch unser drittes Auge, durch unsere Zirbeldrüse, wenn wir ja wieder verbunden mit diesen inneren Bildern, die im der Matrix ja schon eigentlich da sind, die können wir ja einfach wieder nur abrufen und empfangen letztendlich. Ne? Und ja, kreative Menschen sind ja eh meistens in der Anbindung. Ne? Dadurch können sie ja auch so schöpferisch und kreativ sein. Und Menschen, die dann mehr im Kopf sind, das sind ja oft so die zwei Seiten, die sich dann geteilt haben, die brauchen natürlich auch die kreativen Menschen, weil sie dann selber diesen Zugang nicht haben. Mhm. Und das war ja auch oft so das Thema, was ich in der Agentur früher gespürt habe, dass ich dachte, naja gut, ich kann jetzt eine Marke kreieren, aber dann habe ich das Ergebnis eigentlich vorgegeben, aber diesen ganzen Wandlungsprozess ist derjenige gar nicht mitgegangen und dementsprechend konnte er diese Kräfte für sich gar nicht entfalten und konnte diese Marke für sich gar nicht aufladen. Ne? Und dementsprechend kannst du es dann auch nicht leben. Mhm. Na, dann sind wir wieder da, wenn ich das selber gar nicht spüre, kann ich das auch nicht verkörpern. Mhm. Na, weil ich bin die Marke. Mhm. So. Und das hat mich ja auch dazu bewogen, zu sagen, das ist gut, was wir alles gelernt haben, aber wir dürfen das Bewusstsein hinzufügen, weil ansonsten hat es nicht die Wirkung. Ja, spannend habe ich auch öfter, dass Menschen mit Zielen kommen und wenn wir dann länger dran arbeiten und diese Schritte durchgehen, dass dann hinterher die Ziele sich auch ganz verändert haben, ne? Dass auf einmal ganz andere Punkte rauskommen und so hatte ich mal ein Bekleidungsunternehmen, was unbedingt da mehr Umsatz haben wollte in diesem Laden, das war der Fokus und wir haben ein paar Sachen gemacht, aber es hat sich eigentlich nicht wirklich der Umsatz erhöht. Und durch die Arbeit, aber durch den Bewusstseinsprozess kam dann raus, dass sie eigentlich gar nicht den Laden führen wollen, sondern die eine soziale Arbeit machen wollte und die andere im gesundheitlichen Bereich sich selbstständig machen, dass da ihr Herz eigentlich dran hing und gar nicht an dem Geschäft zu führen, an dem Bekleidungsladen. Und dann wurde der Fokus geändert, dass es erfolgreich verkauft wird, dieses Geschäft. Und das ging dann ganz leicht, ohne Widerstände, ohne irgendwas zum guten Preis. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ne? Und dann konnte sich der wahre Weg entfalten. Ne? Also daher auch, wenn irgendwas in eurem Leben nicht so läuft, wie es sollte, ne? Dann nicht sich dran festbeißen, sondern erst nachfragen, ist es denn wirklich, wirklich, wirklich meine Lebensaufgabe, meine Berufung, mein Herz, was ich jetzt da erreichen will? Oder schützt mich gerade irgendwas davor, weil was Besseres auf mich wartet? Ne? Genau. Ja, und da nutzen wir ja auch wirklich diese Schritte und diese Matte auch, um uns mit diesen Themen zu verbinden. Das ist ja nun alles, das hat ja eine energetische Wirkung, auch die Zeichnung. Und hier kann man dann wirklich ganz gut reinspüren und auch diese Fragen stellen. Ne? Und man bekommt tatsächlich auch Antworten. Ja, das ist sehr schön. Ja, so könnt ihr euch auch diesmal die Frage stellen, ne? Seid ihr auf dem richtigen Weg unterwegs oder gibt es doch noch irgendwas, was vielleicht euch nicht wirklich von innen heraus begeistert, was vielleicht doch noch zu ändern, zu transformieren ist? Tja, viele schöne Erkenntnisse. Also, wir sehen uns. Alles Liebe. Genau, in der nächsten Sendung. Vanessa.